Jetzt ist im Dürrli Verlag mit Sitz in Mundlingen das neueste Buch von Dürrli und Flideri rausgekommen. Band Nummer 7, Dürrli und Flideri zu Luzern in der Zentralschweiz. Die Altstädte bei der Ausstellung ist das vorgestellt worden, die wunderschönen Bilder. Wir sind am Schluss von der Ausstellung dort gewesen, haben dort noch die Familie Seitz mit 3 Kindern angetroffen und durch die beiden Väter von Dürrli und Flideri. Der Jürg Loser hier und rechts der Zeichner, der Patrick Steiger. Hast du das Buch gelesen? Ich habe im Kindergarten durchgenommen. Aha, und wie hat es dir gefallen? Gut. Super. Und sind sie zwei Lausbuben, oder wie? Die beiden, der Dürrli und der Flideri? Ja. Und wenn du die zwei anschaust, kommt ihr noch ein bisschen zu sein? Sollte ihr das? Sollte ihr irgendwie glaube ich, der Dürrli sein, da wäre der Flideri? Oder was meinst du? Ja. Was hat dir speziell gefallen? Dort im Schullerried, die Mächte, dort hat es eine solche Kiste unter Wasser, wo man runterlaufen kann. Aha. Das ist ja cool. Ich laufe da im Bett. Das ist genügend. Die haben da Angst vor der Schlange. Ja. Und der Eisbock. Und der Storch mit der Wurst. Das ist schon ganz abgefallen. Interessant. Ja, sehr. Und hat der Vater schon die Tasche gegriffen? Hat das Buch schon gekauft, das neueste? Nein. Oh. Hey, schau das auf der Brille. Wo ist die Brille? Da. Der Wurm. Da ist er. Er floss. Ich Du musst jetzt mit den Kindern da, gell? Also, haben die Kinder her will, oder hast du gesagt, wir gehen? Wir sind rein zufällig hier vorbeigekommen. Und dann haben wir gedacht, natürlich, und Flideri kennen wir natürlich. Und darum sind wir jetzt so noch rasch schauen, wie das neueste Band ist, ja. Und gell, die sind begeistert, die Kinder? Mal, das kann man sagen, ja. Es gefällt ihnen, ja. Weil die immer wieder auf Lager haben, da, die zwei Kollegen, ja. Der Hinterkammer und du, wir wären nur so Lausbuben, gell? Unmöglich. Unmöglich. Also gleich die Flotte. Du, sag dir, der Vater und ein Lausbub. Ja. Jetzt kriegen wir noch ein Autogramm über. Ne? Ja. Alles wirklich umgestellte Aufnahmen. Eine richtige Autogrammstunde für ein Dürrli und für ein Flideri, respektive für ein Jürg und für ein Patrick. Dürrli und Flideri also eigentliche Stars. In der Schweiz, in der Region, aber auch im Ausland. Du musst jetzt wohl unterschreiben, oder? Ja. Und überall ein Füchel oder irgendetwas an der Ufer. Ja, zuerst. Die müssen aber super aufgehalten. Da, viel Spaß. Super, danke vielmals. Ja. Schönen Abend. Die Postkarten, die dort unterzeichnet worden sind, die kann man zum Teil auch verschicken. Die landen manchmal bei Auslandschweizer weit, weit im Ausland, übersee auch. Und dann bin ich ganz kurz mit dem Patrick ins Gespräch gekommen. Hey, Patrick, gehst du unter die Filme oder was machst du da? Die? Aha! Bist du? Ja, hallo! Dann bin ich da. Der Flideri, Herr, gell? Nicht ganz. Du, aber die beiden Lausbuben, wenn sie dann mal so richtig älter werden, dann nachher machst du noch mal eine Frau dazu, oder wie sieht das aus? Hat immer wieder Mädchen drin, aber ja. Frauen hat es auch drin. Weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist, Patrick? Ich als Erstklässler, wie auch links haben wir gesehen, hat meine Erstklässlehrerin mir den Stift genommen, in die rechte Hand genommen und mit einem Gummibändchen hergeschnürt. Hast du von Anfang an können links arbeiten? Ich bin schon immer Linkshänder. Also bin ich auch gewesen? Ja. Aber du hast dürfen in der Schule links? Nein, ich hätte auch sollen rechts. Und dann? Ich habe einfach nicht. Ja, man hat immer gedacht, dass du gleich auch einer gewesen bist, der sich können durchsetzen konnte. Oh, was nicht. Ja. Ja, also da stunden sie jetzt die zwei Lausbuben. Ich würde sagen, links da von mir die Jürg, der Flideri und rechts dann von mir eben der Dürrli, ein bisschen der grösser und ein bisschen der kleiner. Hoppla, der Patrick sagt schon, stimme ich vielleicht gerne oder so. Du, wir kennen es ja schon ein bisschen, gell? Jürg, unser Zuhause ist. Gott hat dir Geschichten erzählt, dann hat die Mutter Geschichten erzählt. Wenn du überhaupt das Gefühl, in der Kindheit hast du gerne nichts müssen tun, außer ein bisschen Geschichten hören. Und dann ist es dazu gekommen, dass du dann selber auch diese Geschichten geschrieben hast, oder? Genau, nachher haben wir selber angefangen, weil unsere Nichten und Neffen haben dann das auch wieder hören wollten. Und die haben mich darauf gebracht, dass die eine riesen Freude haben, Dürrli und Flideri. Und das war auch noch ein,
ein Stopf für mich, dass ich da mal eine Geschichte aufschreibe. Weil wir haben die Geschichte leider nie aufgeschrieben, die uns die Eltern oder eben Gott erzählt hat. Aber du bist eher ein bisschen der Musiker, oder? Der Spontane, oder? Der, der die Hand nimmt und klippert und chattert, oder? Ja, ich habe lange Musik gemacht, ja. Und nachdem ich aufgehört habe, Musik gemacht, habe ich dann mit diesen Büchern angefangen. Und wie hast du den Patrick gefunden? Den Patrick habe ich in London kennengelernt. Wir haben unser erstes Bier tatsächlich zu London. Komm jetzt, komm. Ja, also eine Bierbekanntschaft zu London? Genau. Und also wir sind wohl miteinander durch, aber das erste Bier haben wir miteinander zu London getrunken. Und nachher bin ich mal zu ihm home, habe sein Atelier gesehen, seine Bilder. Und so, die Geschichte ist ja jetzt, also die Idee ist eigentlich etwa 19 Jahre alt. Mhm. Und dann haben wir aber 14 Jahre lang gewartet und vor 7 Jahren, ich warte, jetzt habe ich ja nur eine Sache erzählt. Ja gut, das gehört dazu. Natürlich, Flieder erzählen manchmal zu, das Gefühl, oh, man hat seinen Hurensachen. Was schneidest du denn aus? Ja, schneiden kann ich nicht. Warte mal, jetzt wollen wir genau, mal schauen. Wir sind im Studieren. Zuerst war es auf jeden Fall Scholle. Oder? Im 2011 haben wir Scholle gemacht. Genau. Ja. Und 14 Jahre vorher haben wir uns kennengelernt. Gut. Genau. Und jetzt sind wir wieder in der Spur. Her. Jawohl. Ja. Aber eben, das gehört dazu. Ein kleines bisschen ein Lausbub muss man sein, eben, um so etwas können, sei es textlich und auch bildnerisch zu begleiten, oder? Ja, wir schreiben natürlich Geschichten, die wir nicht erlebt hätten, wo Patrick und ich sind viel im Schollerjahr ausgesehen, früher. Also, wir haben den anderen ja eben noch nicht gekannt, aber wir haben das natürlich von Kindheit her gekannt, das Schollerjahr. Dein Vater war, so viele weiss, Lehrer gewesen, das Montligen. Genau, ja. Loser Alois. Genau. Weißt, ich kann mich einfach noch gut erinnern, als die letzten Häuser zu Montlingen weg haben müssen, das Lein alle durch die Jossen gesehen, hat sie gebrüllt, jetzt muss ich auch weg. Eines der letzten vier Häuser, dein Vater ist dabei gesetzt, sie entröstet und so weiter. Also da kann ich mich noch gut erinnern. Oder? Also du hast schon irgendwie eine Kindheit gehabt, die wirklich schön war. Etwas Ähnliches, wie wo die Beten so erleben. He? Ja, ich hatte wunderbare Kindheit gehabt. Und mit den Eltern, da kann ich also, das war super gewesen. Ja, der Mundlinger Berg als Spielplatz gehabt, weil wir ja gerade am Berg gewohnt haben. Dort ist inzwischen jetzt ein Schulhaus, he? Ja. Ja. Unglaublich. Ich bin sogar im Schulhaus auf die Welt gekommen. Ja. Ja, Mundlinger Bergl-Schulhaus bin ich auf die Welt gekommen. Ja, jetzt ist das neueste Buch rausgekommen, Nummer 7. Jetzt gehen Sie in die Zentralschweiz und natürlich lernt man dies und jenes aus der Zentralschweiz auch kennen, oder? Ich glaube, die steilste oder die schnellste Zahnradbahn der Welt oder eben das, was du hier in der Hand hast, Kappelbrück und so weiter. Also eben, man lernt da noch einiges, gell, wenn man die Bücher liest. Ja, ja, also wir haben immer noch in allen Büchern, haben wir wusstest du das Sachen, genau. Wo über die Sachen ist? Es ist nicht die schnellste Zahnradbahn, es ist die steilste Zahnradbahn der Welt. Ja, genau. Und dann kann man auch immer noch die Freunde von Thürli und Fliedrig suchen. Ja, danke Ihnen sehr gerne, wo sie da können nachher umblättern. Meine Mutter hat mir einmal gesagt, an einer Ausstellung, ihre, seine dreijährige Tochter hat eine Schere genommen und hat die Häuschen ausgeschnitten. Und dann sehen sie nachher auf diesen Bildern rumgefahren mit diesen Häuschen. Du hast vorher gefragt, ob es ein Zeppelin sei. Ich habe vorher gezeigt, dass es ein U-Boot ist. Du bist jetzt der Dritte, der sieht, und da noch ein Zeppelin zeichnet. Aber es ist ein U-Boot, weil da sieht man ja nachher das Fässchen und das Bötchen. Es ist vom Big Ars U-Boot, genau. Wo er die Forschungsding gemacht hat, so Forschungstauchen. Jetzt hast du ja Texte in diesen Büchern drin, aber Bilder geben natürlich auch die Möglichkeit, dass man wahnsinnig viel noch nebst diesen Texten ein bisschen erzählen kann, oder? Ja, ich schreibe Text bewusst nur über den Thürli und den Flideri. Eigentlich die Grundidee von diesen Büchern war die Kommunikation zwischen den Eltern und den Kindern, und die Fantasie der Kinder. Jawohl. Und jeder erzählt das Buch anders, das er in der Hand hat. Weil, was sagen die, woher kommt die, was sieht da, was macht der? Da kannst du auf tausend verschiedene Varianten erzählen. Und um das ist mir gegangen, dass die Kinder selber die Fantasie haben, dass man ihnen nicht alles nur herblättert. Und eben, dass die Eltern herhocken mit dem Kind und das durchnehmen. Und sie lernen noch auf spielerische Art etwas über die Schweiz oder über die Regionen. Genau, es hat ja angefangen beim Schollerieren. Dann geht Band Nummer 5 war dann in Westschweiz. Da bist du noch ins Französischland gegangen. Du natürlich perfekt Französisch können von Anfang an. Ich immer super Französisch können. Das war meine Lieblingssprache. Leider hört er den Französischlehrer nicht. Ja. Und da haben dann die Lehrer mich darauf gebracht und gesagt, kannst du nicht noch mal etwas auf Französisch machen? Genau. Weil sie dann dort das einsetzen in der Schule, weil sie eben dann auf spielerische Art natürlich können. Französisch über die Bilder reden. Ja, gibt es in Deutsch oder im Französisch das Band 5?
Der Patrick ist Füßen, das ist bei allen Künstlern. Also die schauen lieber zu. Gell? Aber gell, Patrick, du hast jetzt kein Mikrofon, aber wenn du ganz laut sagst, ja oder nein, Französisch könntest du jetzt super, oder? Yes. Gut. Oh, aber apropos yes. Hey, Jürgen, apropos yes. Das wäre doch eigentlich das Nächste. Meinst du nicht? In Englisch haben wir schon gemacht. Ja. Ja, wir haben mal in einer Mission in Namibia. Ja. Habe ich Schullerin, bin ich auf Besuch unten. Und dann habe ich an einer Lehrerin das Schullerin-Buch auf Englisch übersetzt, hat den Text reingeklebt und hat ihr das Buch geschenkt. Und Englisch wäre wieder eher deine Sprache, gell? Ja, Englisch wäre eher meine Sprache. Und nebst dem, dass jetzt das Buch rausgehst, Band Nummer 7, Türli und Fliederli in der Zentralschweiz, hast du so eine neue Song rausgebracht? Du gehst jetzt auf einmal volkstümliche Tour. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, ich habe früher Musik gemacht und habe wieder in letzter Zeit wieder ein bisschen Musik gemacht. Ja. Und nicht mehr, fast volkstümlich, hast du ja gesagt? Ja, es sind drei für Tanzmusiken, habe ich drei Songs geschrieben. Auf Englisch? Nein, auf Deutsch. Hoi. Eben, also immer wieder ein bisschen neue Wege. He? Genau. Alle Leute fragen dir natürlich, gibt es einen neuen Türli, gibt es einen neuen Fliederli? Du sagst immer, lassen wir es Januar werden. Es wird Januar und ich möchte wissen, was meinst du, Patrick? Kannst du nochmal sagen, ja oder nein? Gibt es sicher einen neuen, oder? Für nächstes Jahr. Ja, übernächstes. Schon geplant. Wir planen nie voraus. Ich weiss schon. Immer zuerst warten. Aber das sagt nicht nein, der Patrick. He? Hör, Goles. Und das ist jetzt eben, weißt du gesagt, die steilste Zahrappa. Die steilste da. Der Welt. Hoi, hoi, hoi. Was ist denn das richtig? Pilatus. Pilatus auf. Ja. Von Alt nach Staat. Ja. Kannst du das einmal gut recherchieren? Ja, die Reise haben wir gemacht. Da sind wir zu Luzern gewesen. Mit Bier oder ohne Bier? Ohne Bier. Hoi. Gut. Erst im Pilatus oben haben wir das Mittag gegessen, fein. Und nachher sind wir hinten runter wieder mit dieser neuen Gondel auf Kriens. Da, wo da wunderbar das Glas bis runter geht, auf Kriens und nachher wieder auf Luzern. Das ist eine schöne Rundreise. Ja, Sena. Du, Sena, stell noch mal ein bisschen nach zum Patrick da. Nur ein kleines bisschen näher noch. Du, Patrick, weißt du, nur damit man das Mikrofon sieht. Und du hast gesagt, du redest nicht gerne. Aber du, wir probieren es jetzt gleich einmal noch. Also, malst du denn aus dem Kopf? Das meiste schon, ja. Ja. Also gut, da auf dieser Reise habe ich schon Fotos gemacht. Und so, ja. Ja. Aber sonst das meiste schon aus dem Kopf. Aber es ist schon wahnsinnig, gell? Also, wo du so mich angeschaut hast, dann zeichnest du mich da und so weiter. Also, ich glaube, du hast keine ruhige Minute in der Nacht. Bei dir geht alles es vor? Nein, in der Nacht. So, dann ist wirklich ruhig. Aha, aha. Aber eben jetzt, du und der Jürg, wenn du das so schaust, Türli und Fliederli, siehst du euch auch in diesen zwei Figuren ein bisschen? Also ja, das heisst ja. Ja, klares Ja. Klares Ja, okay. Ein Teil ist immer irgendwo die Info, die man macht, von etwas, was man macht. Ja. Und die Kinder sind wirklich begeistert, oder? Also die Sprache, die du eben mit dem Pinsel, mit Papier, du musst immer zuerst von Fleischstift vorzeichnen, gell? Ja, ich mache immer zuerst Skizzen. Jawohl. Und ja. Und die Sprache der Kinder, gell, da hast du voll ins Schwarze getroffen. Also merkst du selber auch, wie die begeistert hierher können. Ja, also heute Nachmittag sind sie recht begeistert gewesen. Mal. Gut. Ja, liebe Leute, Türli und Fliederli, Buch Nummer 7 im Türli Verlag kann man das bestellen. Es gibt übrigens, gell, jetzt Jürgen, da müssen wir das sagen, es gibt natürlich nicht nur Bücher, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man bei euch könnte bestellen. Man könnte ja in der Schule bestellen. Und, ja. Jawohl, ich mache Vorträge, wie entsteht ein Kinderbuch bei Schulen, wo ich viel gebucht werde. Oder wir haben Postkartenserien, wir haben Schlitten, Türli und Fliederli Schlitten. Da findet ihr alles auf dem türliverlag.ch. Türli Verlag, da findet man ganz einfach. Die Internetadresse haben wir eingeblendet. Ja, geht doch einfach einmal auf die Internetseite und macht hier eine Bestellung. Es lohnt sich sicher, vor allem gerade für eure Kinder. Und das eben nicht nur vor Weihnachten. Euch zwei, danke vielmals. Danke vielmals. Ciao miteinander. Ja, und so sind es halt der Patrick rechts, der Jürg links verschwunden. Und ich möchte euch noch die und jene Bilder zeigen, aber natürlich so richtig dabei. Und vielleicht auch euren Kind oder euren Gottenkind erzählen können, so, wenn ihr bald so ein Buch kauft. Die Internetadresse ist eingeblendet.